Willkommen, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Destiny 2 auf dem PC. Wir haben heute den 5.12. Die Server sind gerade wieder freigegeben worden. Das ist mein einzelner Chart, den ich auf dem PC habe. Ich habe noch keine anderen Charts gemacht. Ich bin ehrlich, ich habe Destiny noch nicht so hart gesucht. Ich hatte so ein kleines Destiny-Tief. Ich klicke drauf, denn ich mache extra mit euch, weil das DLC da ist. Die Saison hat begonnen. Oh, das gibt's auch wieder. Cool. Erweiterung 1. Fluch des Orisiris ist jetzt live. Der Gewinn von Season 2. Fluch des Orisiris ist jetzt verfügbar und bietet eine neue Story-Kampagne auf Merkur. Höre. Okay, warum bin ich mit schon spielen? Vor allem, warum seht ihr nichts mehr? Oh, jetzt seht ihr wieder was. Cool. Was war das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Wo waren wir? Merkur. Höhere Level mit mächtigen neuen Waffen und Rüstung. Ein herausfordernder neuer Raid-Truck und vieles mehr. In Season 2 gibt es außerdem ein neues Glanzengramm, Clan-Fortschritte mit neuen Perks, neuen Prämien, Zurückkehr der Prüfung der neuen sowie Eisenbanner, Gruppenkämpfe und vieles, viele neue zukünftige Events. Und zwar ist mit diesem Update ein Teil schon veröffentlicht worden und es sollen noch weitere Teile kommen, wodurch das Late Game verbessert werden soll. Es gibt mehr Sachen, es gibt jetzt auch irgendwelche Legendary-Waffen nochmal zusätzlich, die man mit besonderen Perks, da muss man sagen, dann farmen können, um diesen einen bestimmten Perk zu bekommen, der einen Gottboss machen kann und so weiter, nach Motto. Da soll echt sehr viel passieren und Alter, mir viel. Ich habe den Raid, stimmt, den habt ihr auch noch nicht gesehen, den Leviathan, den habe ich auch noch nicht gemacht. Und hier haben wir den Fluch des Osiris, den Merkur, der auch schon ziemlich zerbröckelt ist, wie es scheint. Volles Power Level 200, auch das ist so einfach. Was habe ich hier noch zu tun? Wir haben eine neue Woche jetzt übrigens auch. Heißt, es gibt auch wieder neue Sachen zu holen. Ein Geschenk von Tess. Sprich, Tess Ever im Turm. Oh, das ist ja schön. Dann gehen wir erstmal in den Turm rein, würde ich sagen. Da blinkt nämlich alles so viel. Machen wir erstmal das hier. Ja, und für die Leute auf YouTube, die es vielleicht interessiert, warum momentan so gar nichts mitkommt. Ich weiß, momentan kommen auch Horizon-Folgen, die neu bearbeitet sind. Ich weiß, beziehungsweise halt, ich habe keine Farbmails und so gemacht, das werde ich noch alles nachholen später, wenn ich Zeit dafür habe. Ich habe aber momentan, wie gesagt, einfach die Lust an YouTube verloren, deswegen kam jetzt eigentlich so das bisschen, was ich noch gemacht habe, raus. Ich habe schon weitere Sachen aufgenommen, muss gestehen, ich habe zum Beispiel jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, ich glaube fast 30 Folgen Assassin's Creed Origins aufgenommen. Die müsste ich schon mal schneiden. Vielleicht mache ich das ja morgen, beziehungsweise dann für euch heute vielleicht sogar, je nachdem, wann die Folge kommt und so weiter. Deswegen, auf jeden Fall soll Assassin's Creed nach Horizon kommen. Auf jeden Fall. Das habe ich mir schon mal vorgenommen. So, schauen wir mal, was hat sie denn für uns? Was kann ich für dich tun, Hüter? Oh, was ist das denn? Tress heißt dich erneut im Turm willkommen und bietet dir ein Geschenk, um das Gefühl des Neuanfangs zu verleihen. Erleuchtetes Engramm. Ein leuchtendes Engramm, das viele verschiedene Saison 2 Anpassungsmöglichkeiten enthält. Darunter Ornamente für exotische Gegenstände aus Fluch des Orises. Bring es zu Tessa zurück, um seinen Inhalt zu offenbaren. Okay. Wir kriegen Flammenfallhülle, irgendein Skin und den Rest ist langweilig. Und hier kann man sich wieder für Silbern was kaufen. Ein Chatleuchter. Ich muss unbedingt mal alles hier umändern. Stimmt ja. So, das ist. Ah, cool, dann haben wir sogar die Markierung. Ah, das ist also Osiris. Oh, das ist natürlich nice. Hier gibt es so Waffenskins und Flugzeuge und Gleiter und alles. Nice, nice, nice. Ja, gut. Silber habe ich leider gar nichts mehr. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Na gut, schade. Vielleicht in der nächsten Folge. Dann gehen wir noch eben schnell hier hin. Ihr seht übrigens mein FPS eingeblendet. Ich hatte ja letztens noch meinen PC resettet gehabt. Bis jetzt am Wochenende. Vielleicht je nachdem. Wahrscheinlich schon das Wochenende davor. Und die Sache ist die. Ich wollte eigentlich dadurch bessere Performance weiter rausholen, aber es ist irgendwie nichts besser geworden. Es ist irgendwie entweder gleich geblieben, beziehungsweise ich habe Verschlechterung, weil ich mit Windows jetzt nochmal zugemüllt werde. Es ist echt unglaublich, wie viel ich jetzt von Windows zugemüllt werde. Da steht voll auf Symbole. Ah, ja, da, ich hab doch schon mal einen Clan-Banner. So. Hä? Ich hab da hier meinen Clan. Achso, krieg mir einfach einen Clan-Banner, okay. Ja, meine Ausrüstung ist das hier momentan. Ich war momentan die, hier, wie heißt sie?
Hier, viel Kriegeskult da, sammeln meine Ausrüstung, davon habe ich halt den Umhang. Ich glaube, die Beine waren auch, ne? Ja, die Beine waren auch. Zieh mal wieder die an. Die von die haben ein bisschen coolen hier Upgrade. Hier war nichts, habe ich auch nichts. Und das sind beides vom Schmelztiegel. Und das war, glaube ich, auch nicht. Das ist auch nochmal, glaube ich, vom Kult. Ja, sieht man hier Aufzeichnungen, daran sieht man das. Die hat diese komische Beschreibung. Ja, Waffen habe ich momentan. Oh, hier habe ich schon einiges dabei. Das könnte eigentlich wegschmelzen. Automatikgewehr, nice, ich kann mein Automatikgewehr upgraden. Welches hat ich machen? Ich wollte, könnte das machen? Wenn ich wollte, das hier upgraden, ne? Mein gutes hier. Oder warte. Hab ich ein Schiff hier? Stimmt, hier habe ich eins. Dann mach ich das hier, weil dann kriege ich ein bisschen höheres Power-Level. Ja, machen wir hier. Zack, und wir haben hier 297, nice. Ich das Ding jetzt nämlich ausrüste, warum ist da? Gib mal ein paar Level erstmal extrem hoch. Was haben wir noch schöne Sachen? Muss ich auch mal upgraden. Ich habe doch eine Handfeuerwaffe gerade bekommen, ne? Genau hier. Besserer Teufel. Das sind ja auch wieder 7 Punkte, ganze. Krass. Ich mag die Waffe eigentlich. 194, ich habe schon 95. Oh, das ist sogar 96. Obwohl, das Schwert, da bin ich relativ schwach mit Verteidigung. Guckt euch die Verteidigung an. Da fällst du so schnell mit um, leider. Deswegen werde ich doch lieber dienen. Aber ich habe auch noch einen Granatwerfer, sage ich schon hier, einen Raketenwerfer, den ich kenne. Die Waffen scheinen auch aus dem Deals, aus dem Raid zu sein. Also aus dem Leviathan Raid. Ich habe den Video auf dem PC noch nicht gemacht, muss ich gestehen. Das war einfach, hat sich nicht ergeben, leider, bis jetzt. Da hatte ich halt, wie gesagt, wo der Raid kam, hatte ich so mal tief mit Destiny. Ich habe auch, wenn ich euch das mal eben zeigen kann, Ziele, ich jetzt hier auf die Planeten gehe, auf die Erde habe ich, glaube ich, alle gemacht, ne, habe ich auch nicht hier. Ich habe auch noch die ganzen Sachen nicht gemacht, weil ich einfach null Bock hatte, wenn ich ehrlich bin. Ja, gut, bin ehrlich, so, ich wollte mal zum Tresor, zeige ich euch das noch. Und dann gehen wir ins DLC, wie gesagt, ist gerade frisch live rausgekommen. Oh, da seht ihr die FPS toppen bei mir immer noch auf 45. Das ist aber nur, wenn ich auf Randlos spiele. Ich will aber auf Randlos spielen. Finde ich angenehmer. So, dann gehen wir mal hier hin. Obwohl, nee, ich hab's ja kaputt gemacht. Scheiße, stimmt ja. Heps. Ja, was macht der denn? Chance. Okay. Das ist egal. Haben wir hier noch was? Hier war auch nichts mehr. Falls ihr das nicht wisst, hier, das sind meine exotischen Sachen, die ich habe. Den habe ich momentan ausgerüstet. Jetzt wieder hier. Ich habe auch den Nudelsuppen hier. Passt jetzt in meinem Ding. Hab ich den noch. Und den Kult natürlich. Aber ich lasse den drin, weil finde ich am besten. Hier habe ich die beiden exotischen Gesten, die wollte ich unbedingt haben schon damals. Ach hier, na, dann nehme ich dich mal raus. Hier haben wir so viele von. Nehme ich die auch mal raus, komm, weg damit. Oh, hier haben wir auch noch ganz schön viel mitnehmen. Und Sonnending habe ich einfach so viele. Unglaublich, dass ich von dem Teil so viele habe. Noch was doppelt vielleicht? Doppelt gemoppelt hält besser, ne, oder wie? Aber sieht nicht ganz so danach aus, ne? Das passt alles, gut. So, dann habe ich hier noch jede Menge Mods. Ich glaube, wir haben noch welche im Inventar. Ja, und der ist auch noch im Inventar. Ich lagere jetzt einfach alles mal, damit ich mehr Platz habe. Na, vielleicht kriegen wir die jetzt mal langsam voll hier. Wir sind ja noch 3 Plätze frei. Die ganzen Mods mal. Hier habe ich auch noch ein bisschen was zum Abgeben, ein bisschen Krempel. So, und hier machen wir einfach mal alles kaputt. Können wir nichts upgraden mit, stimmt ja. Ciao. Hier wollte ich dich kaputt machen. Ich müsste echt unbedingt mal neue Chars anfangen, dass ich noch ein bisschen besser leveln kann. Wie viel Geld habe ich? 60.000 oder 6.000? Oder 6.000 nur. Ja, stimmt, ich habe ein paar Mods reingesetzt gehabt und so. Stimmt, das hat auch nicht Geld gekostet. Jetzt meckert er mich an. Wie viel? Aber will ich gar nicht. Nee. Wir gehen jetzt in den Fluch des Osiris Raid. Vielleicht können wir mal die Zwischensequenz. Da gab es eine ganze Zeit eine Zwischensequenz zu gucken. Schauen wir mal. Los geht's! Ich hoffe, es wird geil. Ich bin gespannt. Noch passiert. Als die Rotlegion attackierte, verloren wir fast alles. Nur ein Wunder konnte uns retten. Das Erwachen des Reisenden.
Dies ist unser Neuanfang. Die Karten sind leer. Es gibt keine Regeln mehr. Alles, was wir wissen, ist, dass wir mehr werden müssen, als wir waren. Diese kleine Ecke im Kosmos ist der einzige Ort, der für immer unser ist. Und das Universum schaut mit gierigem Blick auf uns. Wir haben bewiesen, dass wir Gefahren von jenseits der Sterne besiegen. Doch nun regen sich Dinge unter unseren Füßen, die vom Licht des Reisenden provoziert werden. Unser Krieg hat erst begonnen. Auf jeden Fall schon mal interessant, finde ich. Ich habe mir die ganze Zeit noch, hätte ich mal den Trailer oder die Zwischensequenz, die man gesehen hat, mal aufgenommen. Ja, stimmt, Kopf. Hätte ich die euch zeigen können. Oh, sie kommt zu. Oh, da kommt sie sogar. Okay, hätte ich dann nicht aufzeichnen müssen. Ja, seht ihr die jetzt. Sechs Hüter gegen so ein paar Wechsel. Und da haben wir ihn. Seltsame Felsen, Killerroboter, Leute in Todesgefahr. Echt mal, wirst du es nicht langsam leid? Müdigkeit lenkt vom Wesentlichen ab. Genau wie Beschwerden. Oh, ich hab noch gar nicht losgelegt. Autsch! Oh, jetzt bin ich grantig. Konzentrier dich, Sagira. Greif nach den Sternen, Großer. La facile! Brauchst du Hilfe? Schon wieder? Geht schon, danke. Nun? Osiris? Was hast du gesehen? Warte mal! Warte, ich dachte ich... Oh Mist! Los! Links von dir! 2 Uhr, mittlere Distanz! Gern geschehen! Weißt du, uns stehen alle Realitäten offen. Und doch suchst du dir immer die aus, in denen auf uns geschossen wird. Hier können wir nicht bleiben. Sollten die Wächs erfolgreich sein, ist alles verloren. Sagira, er kann dein Licht sehen. Du musst weg. Nee, nicht ohne dich. Ohne mich gibt's kein Zurück. Wenn ich die Wächs nicht aufhalte, spielt das sowieso keine Rolle. Ich mach das für uns beide. Wag es ja nicht. Osiris! Destiny 2. Der hätte jetzt auch den Namen vom DLC einblenden können eigentlich, aber naja, Gott. Waren sie zu faul für. Tja. Hüter, gut, dass du hier bist. Es gab ein Vorkommnis auf Merkur. Auffallende Berichte der Kultisten, die an diesem Planeten festhalten. Ich ignoriere Verschwörungstheorien eigentlich. Doch einer meiner Verborgenen brachte mir das. Ein toter Geist?
Sie ist nicht tot. Ihr Name ist Sagira. Ich kenne sie schon sehr lange. Wie auch ihren Hüter. Osiris. Der Osiris? Der mächtigste Hüter aller Zeiten? Der Held der sechs Fronten? Der Zavala vor Zavala? Das würde Zavala sicher nur ungern hören. Die meisten Hüter scheuen Osiris' Namen. Er war der einzige Vorhut-Commander, der aus der Stadt verbannt wurde. Und der Mann, der mir zeigte, was es bedeutet, ein Warlock zu sein. Wir fanden Sagira auf Merkur und gleichzeitig stieg die Vex-Aktivität dort exponentiell an. Du denkst, Osiris hat etwas damit zu tun? Ich muss wissen, was passiert ist. Auch wenn die Vorhut ihn vergessen will. Als ich mein Licht verlor, hatte ich nichts mehr. Ich war leer. Dann kamst du nach Io und halfst mir wieder auf die Beine. Ich brauche dich wieder, Hüter. Flieg zu Merkur. Nimm Sagira mit. Die Anhänger des Osiris, die noch übrig sind, wissen vielleicht, was das alles bedeutet. Und erstmal bleibt das unser Geheimnis. Ich werfe dich nur ungern von der Mauer. Das war ein Witz, oder? Ja, war ein Witz. Diese Nachfragenummer. War ein Witz, ja. Da frage ich mich, warum wurde er denn verbannt? So, jetzt kommt wahrscheinlich eine Ladezeit, oder? Sieht ganz so aus. Der Reisende hat Merkur in eine Gartenwelt verwandelt. Es war ein Paradies, bis die Vex eintrafen. Die Vex ersetzten den Kern des Planeten mit ihren Maschinen. Wir nennen sie den Immerforst. Ein sich beständig ausdehnendes Labyrinth aus Realitäten. Kein Pfad gleicht dem anderen. Und niemand ist jemals daraus entkommen. Osiris war davon besessen. Oh. Willkommen auf Merkur, Hüter. Die Zeichen verrieten mir, dass du kommen würdest. Welch Zufall. Auch wir sind den Zeichen hierhin gefolgt. Und mit Zeichen meine ich Fakten. Auch das ist ein Zeichen. Ich bin Bruder Vance, Anhänger des Osiris, Wächter des Leuchtturms und Orakel der verlorenen Prophezeiungen. Mann, sie sieht sexy aus. So, also haben wir neues DLC, neuen Planeten. Ist das schon mal was? So, da sind wir. Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um. Das ist schon die Sonne im Hintergrund. In eurer Nähe ist ein Vex-Tor. Osiris hat es jahrelang studiert. Er war überzeugt, dass es der Eingang zum Immerforst ist. Wenn es noch möglich ist, Osiris zu finden, müssen wir diesen Eingang öffnen. Dann machen wir mal. Ray, Osiris Musterschülerin. Bruder Vance, Osiris größter Fan. Okay, interessant. Machen die da? Sind weg. Jetzt sind sie da oben. Und die Moon. Okay. Hilfe. Ach. Jetzt bin ich hier. Okay. Gut. Ich muss das Merkur erkunden. Gucken wir uns das mal hier so ein bisschen um, würde ich sagen. Oh, da haben wir schon ein paar Gegner. Hallo! Ah, ich muss nachladen. Ups. Wird hier noch mehr. Hi. Na hier. Oh. Okay, hab gehört, du willst Oh, bist du schon tot. Okay.
Können das oder was machen wir hier? Hui. Dann vielleicht wäre das ja cool, eine gute Idee hinzuspringen. Wahrscheinlich so. Ach du Scheiße. Wo kommen wir hier hin? Bin ich richtig? Oh. Ich bin richtig. Hallo. Wartet mich. Hallo. Oh, sind noch mehr. Hi. Hallo. Hallo. So, hinter mir. So. Ja. Aua, au, ey. Nicht schubsen. Ich überlege gerade, war Merkur der Ort, wo wir in Destiny 1 den schwarzen Garten bekommen haben? Ich glaube nicht, oder? Kann sein, kann nicht sein. Ich muss sagen, das hier gerade spielt sich schon mehr wie ein Tutorial, sag ich mal. Hallo. Oh. Na hier. Meine Messerskills sind wieder on point. Meine Schusskünste dafür nicht. Egal. Quatsch. Bam. Ich freue mich so, dass Osiris dich zu mir geführt hat. Seinem treuesten Schüler. Lieder eigentlich. Wenn man bedenkt, dass du einen Mann verehrst, der alles in Frage stellt, dann bin ich überrascht, wie weit dich dein Glaube trägt. Die Vex klopfen praktisch an meine Tür. Osiris ist nicht zurückgekehrt. Der Glaube ist alles, was mir bleibt. Das Tor zum Immerfort. Woran erinnert mich seine Synchronstimme? Welchen Schar? Nicht einmal Osiris. Ist er hier der Typ, der den Bruder, wie ist er bei der gefallenen Engel in Diablo 3? Ist das der Synchronsprecher? Ich weiß es nicht. Also noch mehr. Hallo? Gut hier. Ich mache immer mal regenerieren. Blablabla. Viel zu dumm zum Sprechen. Okay, sind die Ball, die sind auf dem Wex rum. Dann gehen wir erstmal hier rein. Komm schon wieder rein. Hallo? Hier schon mal nicht. Was war das? Soll das so leuchten? Ja, ich dachte, ich könnte mich anschleichen, aber habe nicht zugelassen, die Säcke. Ah, ein bisschen Muni rausgeholt hier. Je mehr Kills ich mit der Waffe mache, desto mehr weitert sich mein Magazin von der Größe, ja. Jetzt hier war doch noch welche. So. Na, ja, 3 Schuss krieg ich nicht hin. Oh, 62 Schuss. Ja, komm mal, der Hydra. Ah, das ist natürlich eine dicke Hydra. Dann frisst mal hier den hier. Oh, ist er schon kaputt? Ja. Ups. Dann mal los, oder? Dann mal los, würde ich auch sagen. Ich schaue mich auch diesmal ein bisschen mehr um. Wow. Wir kommen nicht durch. Wenn Osiris Geist wach wäre, könnte sie vielleicht helfen. Guckt euch mal diesen Effekt an, das ist ja geil. Osiris bewahre! Ihr habt seinen Geist? Bitte, bitte! Bringt sie zu mir. Ja, wo bist du denn? Na, ja, klasse. Ach, natürlich. Die wächst, der Wachssturmangriff beginnt. Ah, da ist ein Drop. Ja, ich mein Drop im DLC. Ich will neuen Stuff. Ah, das ist so ein Boss. Oh, hey. Oh, ich hab die. Scheiße, falsche Waffe ausgerüstet. Wollte ich gerade sagen. Ich hätte gerne einen Raketenwerfer. Dein Licht schwindet. Ja, ja. Ich weiß, sind bald gestorben. Ist nicht schlimm. So, nochmal. Ah, schön, dass mein Looter liegt. Ah,
haben wir denn die Flammen angezeigt? Ah, hier. Aber was Action hier. So. Bisschen aufräumen hier. Oh, die hat aber schon ein bisschen mehr aus. Muss ich ja gestehen. Die sehen noch ein bisschen anders aus, genau sein. So, das hier, mein einzelner Schuss. Komm. Oh, bist du fast tot, was? Bin ich so. Ach ja, stimmt, war ja Power Level 200, ne? Wo muss ich hin? Da unten, okay. Dann laufen wir mal. Kann die ganze Strecke wieder zurücklatschen, Manu. Wie heißen die denn? Gurbler Nachkommen, okay. Seht mich alle so. Guck mal, die sehen komplett anders aus. Was du kannst, kann ich auch. Ich kann Dauerfeuer geben, hier nicht. So. Wann walkt der denn? Und da kommen wir doch. Oh, das sieht cool aus. Okay, was passiert hier genau? Hallo. Habt ihr alle eigentlich immer kaputte Wächs dabei? Ne? Findet ihr das nicht ein bisschen lächerlich? So. Jetzt wollt ihr mich aber mal rein, oder was hier, ne? So. Könnt ihr vergessen. Kriegt ihr nicht hin. Mach alle platt. Wenn ich solche Typen hier kriege, die mir nicht explodieren mehr, okay. Na gut. Wie viele kommen denn hier? Hilfe! Ist noch so einer, scheiße. Noch ein Boss. Ist natürlich jetzt doof. Ach, das ist gar kein Schild. Oh, okay. Sehr schön. Hier, guck mal. Der Pot ist weg. Cheater. Hacker. Hacker. Du kannst böse werden, aber musst es gar nicht. Und das haben sie schon. Ach, das geht auch kaputt. Sehr schön. Munition. Schalte das Modul aus. Kaputt. Neues Ziel. Wächs aus verschiedenen Zeitachsen kommen auf Merkur zusammen. Das ist gar nicht gut. Ui, dieser Effekt. Oh, ich erblinde. Oh. Ist das nicht der eiserne Banner-Tempel, wie das Ding heißt? Danke euch. Ich wüsste nicht, was ich getan hätte, wenn Osiris euch nicht geschickt hätte. Egal, ich war, der war. Als Dank können die Anhänger offen. Von Osiris euch helfen, seinen Geist wiederzubeleben. Ja, wir haben so. Einen versteckten Tempel auf der Erde. Bringt Sagira zu diesen Koordinaten. Ich gebe den Anhängern Bescheid, dass ihr kommt. Und da der Leuchtturm. Du hast keine Augen, Junge. Können wir uns auch. Ah, die sind verbunden. Achso, ich dachte, das wäre der Schatten von der Kapuze. Oh, ich dachte schon. Wahr. Ich werde endlich Osiris treffen. Ist denn deswegen die Binde auf, weil du blind bist vielleicht? Oh! Mission, der Eingang abgeschlossen ist. Und zack, wir kriegen einen Legendary, sehr schön. Komm ich hier hinten? Nur. Oh, da stirbt man. Schön. Gut, dass wir das auch noch rausgefunden haben. Merkur-Landezone freigeschaltet. Neue Aktivitäten verfügbar. Die Merkur-Landezone kann jetzt von einem Navigator aus angewählt werden. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Bis morgen. So. Na jetzt noch bis. Haut rein. Ciao, ciao. I thought you saved me when I was down. But what you're doing has hurt me now. Cause I've been in the fireline way too long. I've been in the fireline way too long. You hit me, baby. You shot me down. My heart is bleeding. I'm scarred for life. Cause I've been in the fireline way too long. You held me in the fireline way too long. What you said is playing on repeat in my head.
Baby, you hurt me bad. But that's all you do now. That's all you do now. You shut me down. For life, 'cause I've been in the fire line way too long. Yeah, I've been in the. You shut me down.